Kathy Hummels steht als Kampf der Reality-Stars, Moderatorin, immer wieder in der Kritik. Jetzt kommt es, wie es kommen musste. Moderatorin Kathy Hummels hat endlich wieder Freizeit, zumindest vom TV-Bildschirm. Am Mittwoch, 12. Juni, lief die letzte Folge der RTL2-Show, Kampf der Reality-Stars, im Fernsehen, die fünfte Staffel unter Gastgeberin Kathy Hummels fand damit ihr Ende. Während Calvin Kleinen den Kampf der Reality-Stars für sich entscheiden konnte und Grund zur Freude hat, sieht es bei Kathy Hummels und RTL 2 anders aus. Eine traurige Nachricht ist nun offiziell. Kathy Hummels. Nach Finale ist es offiziell, Z-Promis und Trash-TV-Stars scheinen sich um die Zeit in der Sala am Strand zu streiten. Dort erfreut sich Kampf der Reality-Stars großer Beliebtheit. Auch Moderatorin Kathy Hummels kehrt trotz einiger Kritik immer wieder zu der RTL2-Show zurück. Bei den TV-Zuschauern sah das allerdings die gesamte Staffel über anders aus. Selbst zum Finale schalteten nur rund 620.000 Menschen den Fernseher ein. Das sind in etwa genauso wenig wie auch in den anderen Folgen der Reality-Show, wie das Branchenmagazin DWDL berichtet. Grundsätzlich war es die schwächste Staffel der Show, wie jetzt zum Ende hin feststeht. Mit 6% Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief das Finale zwar besser als die anderen Ausgaben, dort lag der Anteil bei 5,9%. In den Vorjahren konnte der Kampf der Reality-Stars Showdown aber über 7% der Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren vor den TV-Bildschirm locken. Kathy Hummels. Es gibt noch Hoffnung immerhin, die Quoten könnten noch etwas nach oben korrigiert werden. Gemäß der jungen Zielgruppe, die nicht unbedingt dem linearen Fernsehen folgt, gibt es laut DWDL eine hohe zeitversetzte Nutzung der Reality-Show. Deshalb sind die aktuellen Quotenzahlen nur vorläufig und werden in den nächsten Tagen noch nach oben korrigiert. Und die Zahlen der Streaming-Plattform von RTL 2 müssen ebenfalls noch dazu gerechnet werden. Für Kathy Hummels dürften die Quoten angesichts vieler anderer Projekte vermutlich zweitrangig sein. Worüber sie im Podcast mit ihrer Schwester Vanessa Fischer spricht, liest du hier.